Ja, hallo liebe Freunde. Willkommen auf meinem Kanal Franks Modellbike. Ja, es geht weiter mit meiner Bounty von De Agostini Model Space. Und zwar ist es ja von der neunten Lieferung jetzt das dritte Video, auch das letzte Video. Und ihr werdet in diesem Video zu sehen bekommen, wie ich das Ruder baue. Es werden zwei Kabelhalter gebaut oder Halterungen gebaut. Dann eine Windensäule, zwei Pumpen, Billigpumpen. Und eine fette Kanone und eine Feldschlange wird angemalt und so weiter. Okay, dann nehme ich jetzt mal einen Schluck Kaffee und dann baue ich die Kamera um und dann geht es auch direkt los. So, ab. So, jetzt liegen hier die ganzen Teile, die ich brauche. Oder die Laserschieplatten mit den Teilen, die ich brauche. Hier sind noch die Kanonen, ja, die Lafette und die Feldschlangen. Und jetzt hier verschiedene Teile. Hier ist das Ruder drin und noch ein paar Zierelemente auf der Messing-Erzplatte. Okay, ich fange jetzt an, dann quasi das Ruder auszulösen und vielleicht kriege ich auch schon so raus. Oder ich muss mit dem Messer ein bisschen nachhelfen. Ja, da muss ich mit dem Messer ein bisschen nachhelfen. Das mache ich jetzt für mich. Und die ersten zwei Teile vom Ruder habe ich jetzt zusammengeleimt. Ich bin jetzt hingegangen, die hintere Seite schon mal grob gereinigt, wie für den nächsten dritten Teil, was jetzt hier hinten angelangt wird. Und ich habe quasi die Haltepunkte von der Laserschnittplatte auch dann direkt weggeschliffen, damit man das dann sauber jetzt so verleimen kann. Das mache ich jetzt. So. Dann kommt das jetzt dann hier hinten dran. Gut andrücken. Gucken, dass hinten so soweit passt. Brauche ich zwei Klammern. Einmal. Da. Zweimal. Ich lasse das jetzt richtig durchtrocknen und schleife das noch, damit das schön sauber ist. Und ich bereite quasi jetzt die nächsten Teile für die erste Kabelhalterung vor. Und zwar sind das jetzt hier das Teil und das Teil muss ich jetzt auslösen und dann wird es nacheinander verleimt, aber das zeige ich ja. Das Ruder sieht jetzt so aus, ist durchgetrocknet, ich habe es geschliffen, gesäubert. Sieht es jetzt aus und werde ich jetzt lange nicht verbrauchen. Irgendwann mit der Zulieferung wird das dann an der Bounty dann angebracht. Von der ersten Seilwinde. Oder Seilhalterung, glaube ich. Seilhalterung, die erste ist das, ja. Habe ich die ersten zwei Bauteile angebracht, auch schon teilweise gereinigt. Jetzt kommt die nächste Stütze dran, die will ich anleimen. Und in der Zwischenzeit will ich dann hier das Bauteil hier reinigen. Das ist so ein Querbalken, der kommt dann hier oben dran. So, ist angebracht, mit einer Klammer fixiert. Den Querbalken habe ich jetzt gereinigt. Und der kommt jetzt hier oben auf die Markierungen, kommt der dann drauf, wird dann so drauf gesetzt, tue ein bisschen Leim drauf. So. Ein bisschen sauber gemacht. Ich würde jetzt eine Klammer drauf und dann wische ich es auch noch. Moment. So. Okay. Dann ist damit die erste Seilhalterung fertig und ich würde die nächsten Teile auslösen für die zweite Seilhalterung. Die Pfosten habe ich jetzt ausgelöst und schon gereinigt. Und der ist das. Und dann sollten wir hier oben die Krone, ich sag mal, die Krone, das Endstück dann nachfeilen. Das sieht dann so aus, aber die Seiten, wie aus der Laserschnittplatte kommen, na, was ist denn los mit dem Scharfstein? Jetzt aber. Das muss man dann hier in die Seite dann noch nachfeilen. Dazu nehme ich dann hier so eine kleine Dreiecksfeile.
und setzt sie hier unten, ja, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber versucht es euch zu zeigen, dann hier unten an. Quasi fangen dann hier langsam an. Wenig Druck. Mit hier quasi im unteren Teil eine Kerbe entsteht. So. Und legt die dann nach oben quasi so an. Und fallen wir quasi die Schräge so rein. Und gucke natürlich dann immer, wie das so passt. Nach unten das auch nochmal leicht abschrägen. Ja, man kommt in die richtige Richtung. Das mache ich natürlich auf der anderen Seite noch genauso. Gucken, wenn ich auch richtig bin. Ne? Fast da. Und jetzt sollen oben die Kanten dann auch noch abgeschrägt werden. Zum Beispiel das mit der flachen. Leicht nur. Dann drehe ich hin. Gucke, wie der Gleichmessstand soweit ist und optisch gut aussieht. Ich finde, jetzt ist er soweit in Ordnung, so sieht er dann aus. Ich mache die letzte Verschmutzung jetzt noch weg, reinige dann jetzt hier noch die nächsten zwei Bauteile und dann leime ich ihn dann gleich an. So sieht das jetzt aus, ich habe die Teile hier alle gereinigt, ich habe sie auch schon angeleimt. Und zwar die Bauteile kommen von der Unterkante, von der Krone jetzt, Unterkante von dem Holz 23 mm. Das habe ich jetzt alles angepasst. Die Teile sind jetzt quasi identisch. Und jetzt kommt hier nochmal so ein Querholz drauf, was ich natürlich auch schon gereinigt habe. Na, hat eben noch gepasst. Jetzt ist es dran. Mal sauber machen. Ja, die andere Seite auch. Und dann muss ich natürlich gucken, wie das dann schön gerade ist. Oh, da habe ich jetzt ein bisschen. Da saue ich jetzt gerade ein bisschen rum, aber es geht. So. Da. Jetzt muss ich gucken, dass alles so schön gleich ist. Nochmal sauber machen. Mal. Jetzt nehme ich mal das ein bisschen hier das Raster, damit das dann so passt. Ja. Noch ein bisschen verdrehen. Das ist nicht ganz so. Nicht sein soll. Ja, jetzt wackelt es nicht mehr. Optisch gleich aus. Dann lasse ich das jetzt nochmal durchtrocknen. Dann ist gut. Also ich wollte euch den anderen quasi Kabelhalterung nochmal zeigen, so sieht die jetzt aus, die fertig ist. Jetzt zeige ich euch die auch natürlich. Und als nächstes, jetzt habe ich das gerade wieder weggetan, Moment, kommt eine Windensäule. Und dazu habe ich schon die ersten Teile ausgelöst. Natürlich auch schon wieder sauber gemacht. Das kann man ja immer zwischendurch machen, wenn die ersten Teile trocknen. Das ist das mittlere Teil. Und da kommt jetzt so ein Seitenteil, wird dann hier an der Seite angeleimt. Ah komm, ich zeige das nochmal kurz, aber ja, ich
glaube, ihr habt ja schon genug gesehen, Teile, die angeleimt werden. Mal gucken. Aber ich mache es ja trotzdem. So, dann kommt das Teil dann drauf. Und ist das bündig. Gut andrücken. Den Leim natürlich entfernen. Okay, ich lasse es jetzt quasi trocknen, ein paar Minuten, und dann leime ich den nächsten auch noch an. Die Windensäule sieht jetzt so aus. Beide Seiten angebracht. Ich habe auch oben das eine Bauteil, quasi den Deckel, angebracht. Als nächstes kommen jetzt die drei Bauteile dran. Die sehen so aus. Leider werden die nicht jetzt irgendwie so ein Fachbegriff, die würden jetzt nur H5, H6, H7 genannt. Ist leider so. Und was mich jetzt erstaunt bei dem Modell, es werden keine Nägel mitgeliefert. Hier steht einfach nur, nehmen Sie Nägel geeigneter Größe und schneiden Sie den Kopf und die Spitze ab. Ja. Ich meine, bei dem Preis jetzt hier, wo ich das habe, dann keine Nägel bei. Naja. Ist erstaunlich, aber ist leider so. Ich bin jetzt hingegangen, ich habe jetzt Messingdraht dafür genommen. Der ist 1 mm. Ich habe jetzt hier auch noch drei Stifte liegen, da habe ich das erstmal versucht, auch mit verzinkten Nägelchen zu nehmen. Die sind offiziell auch 1 mm oder beides ist 1 mm. Nur mit dem Draht, das passt hier besser durch. Die sind vielleicht ein Ticken, vielleicht einen halben Millimeter, weiß ich, ein bisschen dünner und kriegt das perfekt durch alle Bauteile durch. Ich zeige euch jetzt mal ein Foto, blende ich jetzt mal ein. So, jetzt war hier in dem Bereich zu erkennen, dass sie auch so Messingnägel oder Messingstifte genommen haben. Deswegen mache ich das jetzt auch mit Messingteilen oder Messingdraht mache ich das jetzt in dem Fall. So, setze ich das untere Bauteil jetzt mal ein. Man fängt quasi mit dem kleinen an, von unten nach oben. Ich gucke mich jetzt, habe ich mir angepasst, natürlich auf Länge zugeschnitten. Ein bisschen angefeilt, dann passt das. Und tschüss. Aber ich habe gesehen, wo es hingeflitscht ist. Da ist es wieder. Machen wir es so mit dem Finger. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das irgendwie reinkriege. Ich hatte eben mal eine Trockenprobe gemacht. Eine Anpassprobe, da hat das direkt auf Anhieb geklappt. Das wird wahrscheinlich jetzt natürlich im Video natürlich wieder nicht klappen. Wie soll es auch anders sein? Aber ich gebe nicht auf. Na. Boah. Das war klar. Ich wollte das also im Video zeigen, wie ich das kann. Und das auch trotz Video da reingeht. Was es jetzt gerade nicht will. Also nochmal. So, jetzt mal gucken. Komm wieder rein. Ah, einmal. Ja, er ist drin. So sieht es aus. Ist ein bisschen beweglich. Jetzt gehe ich hin. Nehme ein bisschen Sekundenkleber flüssig. Ups. Und dann mit dem Zahnstocher tue ich das hier drauf, dass sie mit dann fest ist. So, okay. Ich lasse es jetzt so trocknen, setze die anderen noch ein, zeige euch das Ergebnis und dann geht es auch weiter mit der Bildschirmpumpe. Die erste Bildschirmpumpe habe ich jetzt fertiggestellt. Hier sieht jetzt so aus. Das ist eine Heidenarbeit. Ihr seht, sie ist sehr klein, vor allem die kleinen Stängelchen, die imitiert sind. Ist schon Wahnsinn. Aber ich würde euch jetzt die zweite so gut wie möglich zeigen, wie ich die gemacht habe. Ich lege die jetzt mal bei den anderen Sachen. Und dafür habe ich jetzt hier die erste Bauteile. Das ist jetzt die mittlere Stange quasi, ist der Fuß. Und da kommen quasi jetzt diese Bauteile, die noch in der Laserschnittplatte drin, nacheinander alle drauf. Hier von denen hier. Und dann geht das hier rüber und zum Schluss kommt hier das runde Teil drauf mit dem kleinen Loch. So, dann fange ich mal an.
So, die Billigpumpe sieht jetzt so aus. Ich habe jetzt die ganzen Teile drauf geleimt. Jetzt hängt der Zapfen da raus. Der ist einfach zu lang. Den muss man kürzen. Ist zur Ende Anleitung jetzt nicht so angegeben, aber die Abbildung ist so, dass das letzte Bauteil dann einfach draufgesetzt wird. Das obere Teil sieht jetzt so aus. Die Billigpumpe mit so komplett. Ich bin jetzt hier das Messingteil am Biegen, habe ich schon mal angefangen. Und zwar habe ich das so gemacht, man kann zwar, manche kriegt vielleicht auch einer so rumgelegt, aber das ist doch ein bisschen klein. Deswegen mache ich das mit der Zange. Ich habe da so die runde Spitzzange und tue dann einfach hier immer weiter das Stück Metall biegen. Und dann fange ich wieder ein bisschen von vorne an. Mit der Radius dann irgendwann immer kleiner wird. Nehme noch mal eine andere Zange als Unterstützung. Damit ich das auch rund kriege. So, dann gucke ich mir das mal an. Das sieht natürlich so noch nichts aus. Aber setzt dann so an, da wo es noch nicht so richtig rund ist, biege ich das dann nach, bis dann die Öffnung sich ziemlich schließt. Immer wieder ein bisschen gucken. So. Und wie ich das bei der anderen Billigpumpe gehabt habe, ist der Ring jetzt erstmal zu groß, auch wenn ich ihn zusammendrücke, also muss ich ein bisschen rausschneiden. Ungefähr, man muss lieber ein bisschen weniger erschneiden, dann ein bisschen mehr. Ich schneide jetzt ungefähr mit Augenmaß so 2 mm. Flitscht und weg. Drück das nochmal zusammen. So ungefähr. Aber ich glaube, ich bin jetzt relativ nah dran. Ja. Zum Schneiden ist das jetzt zu wenig. Und dann nehme ich jetzt eine Schlüsselfeile. Eine Teilfeile, die flache. Den Pfeil davon noch ein bisschen weg. Das wiederhole ich jetzt noch ein bisschen. Ich passe das genau an. Und dann zeige ich jetzt gleich den Ring nochmal, bevor ich ihn zusammenklebe. So, ich habe den Ring jetzt nochmal nachgearbeitet. So sieht er jetzt aus. Der hat noch die kleine Öffnung. Jetzt gehe ich dann hin. Das habe ich natürlich vorher schon mal gemacht. Drücke ihn quasi mit der Zange so weit zusammen, damit er auch rund aussieht. Und passe ihn an der Billigpumpe nochmal an. Und ich sehe später, na, und er wird passen. Jetzt kann ich hingehen. Dann habe ich das wieder hingeräumt. Zahnstocher ein bisschen sauber gemacht. Dafür nehme ich einen Sekundenkleber Gel. Tu dann in der Öffnung den Zahnstocher den Kleber rein. So. Kann ruhig ein bisschen mehr sein. Man kann ja, der Ring wird ja bemalt. Also wenn ich das rausknütze, kann man ja später nochmal abfeilen oder sowas. Klemme eine Zange ein, halte ihn jetzt längere Zeit so zusammen. Heißt zwar Sekundenkleber, aber das wird schon jetzt, weil auch wegen der Spannung so ein paar Minuten schon, was sagen wir mal, 5 Minuten so zusammenhalten, damit er auch dann wirklich so trocken ist mit der Held. Und dann zeige ich euch dann gleich das Ergebnis. So, ihr habt dann gesehen, das ist dann schon eine Wahnsinnsbiegerei. Das kriegt man nur mit der kleinen Zange mit der Pinzette hin. 3,5 mm und 1,25 mm, wer gibt solche Maße an? Also der eine Knick hier in der Mitte, ich weiß gar nicht, ob man sehen kann. Das machen wir so ungefähr mit der Pinzette. Das setzt man so an und dann passt das irgendwo. So, die Teile will ich jetzt auch in Metallica noch anmalen. So, genau, will ich jetzt anmalen und dann sehen wir uns gleich. So, die Billigpumpe sieht so aus, ist fast fertig.
Hier fehlt noch ein Nagel. Und mich jetzt so reinkriege, ich weiß nicht, ob ihr was erkennen könnt. Das sind jetzt die kleinen Nägelchen und Fünfernägelchen, glaube ich, wisst ihr noch von Albatros, was ich da gebaut habe. Und zwar, ja, bei dem Modell sind ja leider keine Nägel drin bei. Kann ich eigentlich nicht verstehen. Aber das ist leider so, gut, ich muss jetzt da reinkriegen. Eben bei der Trockenübung hat es geklappt. Ich muss jetzt gerade mal die Lupe nehmen, sonst mache ich das für mich. Was hat er gerade noch? Jetzt geht er rein. Einmal. Jetzt muss ich den zweiten Mal noch einhängen. Und, zusammendrücken. Ja, sie ist fertig. Das Nägelchen ist jetzt noch Messingfarben, aber ich würde das gleich noch Gunmetallic anmalen. Gunmetall anmalen. Sieht jetzt aus. So. So, jetzt seht ihr mich nochmal. Ich wollte euch jetzt nochmal die ganzen Bauteile aus dem Video nochmal aus dem Namen zeigen. Und wie ihr jetzt gesehen habt, wie ich jetzt auch dann gemerkt habe, ich habe das Video bis jetzt zu diesem Punkt jetzt auch fertig geschnitten. Und leider habe ich die Kameraeinstellung nicht so gehabt, dass alles auf Bild drauf war. Und einmal habe ich auch noch die Kamera vergessen aufzunehmen. Ist leider ein dummer Fehler, nur ich kann es nicht mehr ändern. Wenn ich es einmal gebaut habe, ist das da fertig und ja, dann ist es leider so. Okay. Dann zeige ich euch jetzt mal die Bauteile, die ich jetzt im Video nochmal gebaut habe, mal aus der Nähe nochmal. Das ist einmal das Ruder. Dann waren die zwei Kabelhalter oder Seilkabel. Kabelhalter wird das beschrieben. Die sehen dann so aus. Nochmal aus der Nähe. Und dann war nochmal die, was war das jetzt nochmal? Die Windensäule. Die sieht dann so aus. Und dann jetzt hier die zwei Billigpumpen. Die sehen dann so aus. Noch habe ich gebaut noch eine Lafette mit einer Kanone. Genau genommen zwei Stück. Ich habe die aus der 5-Lieferung jetzt auch fertig gebaut und angemalt. Die sieht jetzt so aus. Und wie ich auch im Video schon gesagt habe, es werden ja keine Nägelchen mitgeliefert. Und da bin ich hingegangen. Als Attrappe, ich glaube, man kann es gar nicht erkennen, weil das relativ klein ist. Ich habe oben, da wo normalerweise Nägelchen drin sind, habe ich einen Punkt Sekundenkleber drauf getan, trocknen lassen und das dann dementsprechend angemalt. Weil ich so ganz kleine Nägelchen oder die kleinen Köpfe nicht hatte. Aber das, was man erkennen kann, man sieht dann minimal was, aber dann ist auch gut. Die Feldschlangen habe ich auch schon fertig jetzt gemacht, zwei Stück. Mit der Gabel. Ich glaube, eine sollte man in diesem Video bauen oder in diese Lieferung bauen. Ich habe dann sag mal zwei gemacht. Ich muss davon, glaube ich, noch 8 Stück machen. Ja, noch was. Ich setze euch unten in der Beschreibung nochmal den Link rein vom vorigen Video, wo ich das hier nochmal korrigiert habe. Die seitliche Halterung, seitliche Verstrebung hier oben, wo ich da leider vertan habe. Dann könnt ihr euch schon mal angucken, nicht, dass er nachher die gleichen Fehler beim Bau dann macht oder sowas. So, hier ist schon mal die 10. Lieferung, die ich schon bekommen habe. Da wird es demnächst auch wieder ein Video zu geben. Ja, das war es, was ich jetzt dazu sagen wollte. Ja, über ein Abo, Daumen hoch, würde ich mich sehr freuen. Dann bis zum nächsten Video dann. Bis dann, tschö, bleibt gesund.